Jo, servus und herzlich willkommen zu einem weiteren Guide-Video von meinem Anfänger-Guide für Star Wars The Old Republic. Heute stelle ich mich der Frage, Nahkämpfer versus Fernkämpfer. Was ist besser, was passt zu dir als Neuling vielleicht besser? Vorab noch die kleine Info, wenn ihr mich mal live erleben wollt, könnt ihr das tun. Link ist in der Beschreibung zu meinem Twitch-Kanal. Da bin ich regelmäßig mit Star Wars The Old Republic live. Oder ihr könnt auch liebend gerne auf unseren Discord joinen, denn dort kann ich euch auch persönlich antworten. Wir können zusammen zocken und dort gibt es noch ein paar andere Spieler, die ebenfalls euch Rede und Antwort stehen können. In Star Wars The Old Republic gibt es 16 verschiedene Kampfsysteme. Genauso viele, wie es auch Storylines gibt. Wir haben die Republikseite und die Imperiumsseite. Eine jede Klasse ist das Spiegelbild ihres Gegenübers. Heißt, ein Jedi-Ritter ist das Spiegelbild des Sith-Kriegers. Oder umgekehrt. Alles, was ihr beim Jedi-Ritter findet, findet ihr auch beim Sith-Krieger. Nur in anderen Formen und Farben. Doch für welche Klasse solltet ihr euch entscheiden? Ich empfehle euch an der Stelle, das Spiel komplett mal durchzuspielen, also die Storyline durchzuspielen. Erstens mal ist Star Wars dafür bekannt, sehr gute Storys zu produzieren. Und der zweite Grund ist vor allem der Startplanet. Denn wo könnte man sich besser austesten als auf den Startplaneten? Nicht nur, dass ihr wählen könnt, ob ihr ein Lichtschwert führt oder einen Blaster. Jedi und Sith können zum Beispiel keine Blaster führen, dafür aber die Lichtschwerter. Nein, ihr könnt auch hier verschiedene Kampfstile und Disziplinen halt wählen. Jeder Kampfstil, jede Disziplin hat Vor- und Nachteile. Im Groben zusammengefasst gibt es Heiler-Disziplinen, wie in dem Fall jetzt hier Korrumpierung, dann Direktschaden, das wäre in dem Fall der Blitzschlag, oder sogenannter Dot-Schaden, also Schaden über Zeit des Fernkämpfer, wäre Wahnsinn. Diese Möglichkeiten gibt es bei Nahkämpfern auch. Dies ist jetzt ein Fernkämpfer, bei Nahkämpfern gibt es das auch. Doch wie wählt ihr als absolut frischer Neuling, der noch nie etwas in Star Wars The Old Republic gemacht hat, aus, welche Klasse zu euch am besten passt? Ganz einfach. Ihr holt euch die Klasse, die ihr am logischsten findet, die ihr eurer Meinung nach spielen wollt. Geht auf den Startplanet, in unserem Fall ist das jetzt hier Typhon, und spielt hier ganz normal eure Quests durch. Am besten spielt ihr den Startplaneten, also komplett Level 10, 11, 12, was ihr da maximal erreichen könnt, halt komplett mit allen Quests durch. Denn am Ende des Startplaneten könnt ihr auf jeden Fall sagen, ob die Klasse euch liegt oder nicht. Ihr habt zwar am Ende des Startplaneten noch nicht alle Skills aus dem Skillbaum, aber ihr habt definitiv genug Eindrücke gesammelt, um sagen zu können, zum Beispiel bei einem Nahkämpfer, der Nahkämpfer liegt mir, oder bei einem Fernkämpfer, der Fernkämpfer liegt mir. So könnt ihr jede Klasse ausprobieren. Das klingt jetzt vielleicht etwas umständlich, aber Star Wars The Old Republic ist auch nicht mehr so wie früher, dass das Leveln sehr lange dauern würde oder dergleichen. Nein, es geht relativ schnell. Die Quests, gerade beim Startplaneten, sind sehr schnell erledigt. Von daher kommt man da auch sehr schnell zum Ziel. Doch mit welcher Klasse solltet ihr anfangen? Das habe ich zwar schon in einem Video auch erklärt vorher. Daher empfehle ich an der Stelle auch alle anderen Guide-Videos sich anzuschauen. Dennoch kurz mal wieder drauf eingehen. Wir haben hier jetzt einen Fernkämpfer. Die Kriterien, die man als Neuling am Anfang halt hat, ist: erstens will man Lichtschwert oder Kanone spielen. Wenn man Kanone spielen will, sind zum Beispiel machtempfängliche Klassen wie Jedi oder Sith schon mal außen vor. Wir wollen jetzt einen Lichtschwertschwinger spielen. Daher haben wir jetzt das Lichtschwert. Dann müsst ihr am Anfang natürlich noch entscheiden, was für eine Disziplin ihr spielen wollt. Wollt ihr Heiler sein? Wollt ihr Tank sein? Wollt ihr Schaden machen? Wollt ihr jetzt Schaden über Zeit machen? Das kommt auch ganz drauf an. Da würde ich, gerade bei dem Schaden, würde ich nicht sonderlich groß drüber nachdenken als Neuling. Wie gesagt, das sind Feinheiten, die im Laufe des Spiels erst zum Tragen kommen. Die Grundfrage am Anfang ist Heiler, Tank oder
Schaden, also DD. Wir haben hier jetzt Schaden genommen und da kommt jetzt der nächste Entscheidungsfaktor, den man, wie gesagt, auf dem Startplaneten sehr gut während dem Questen halt sehen kann, wenn man einen Fernkämpfer hat und gegen andere Gegner spielt, kämpft, ist es eine, Entschuldigung für den Ausdruck, aber faule Klasse, denn der Fernkämpfer bleibt im Gegensatz zum Nahkämpfer sehr oft einfach auf der Stelle stehen und schießt seine Fähigkeiten dem Gegner entgegen. Kleine Anmerkung an der Stelle, erwartet nicht, nur weil ihr jetzt hier seht, dass ich mit Blitzen um mich schieße, dass ihr das am Anfang auch könnt. Der Blitzschlaghexer kann ich mir nur hier auf meinem Republikschar holen, weil ich bereits hier einen Schar auf Dunkel 5 hochgespielt habe. Es gibt hier das Cross-System, das Crossover-System der Klassen zwischen Imperium und Republik. Nein, die Fraktion kann man dadurch nicht wechseln. Also man kann nicht von Republik auf imperiale Seite wechseln oder umgekehrt. Aber man kann einem Jedi die Fähigkeiten eines Sith geben. Oder umgekehrt, ein Sith kann die Fähigkeiten eines Jedis erhalten. Geht allerdings, wie gesagt, nur, wenn man die entsprechende Ausrichtung einmal auf dem ganzen Account hat, denn das ist accountübergreifend. Ich habe sowohl Hell 5 als auch Dunkel 5 erreicht, daher kann ich alles mit allem machen. Und für den zweiten Kampfstil wird ein Abo benötigt. Generell würde ich Empfehlung an der Stelle, dieses Spiel zumindest mal nach der Storyline, nach der Grundstoryline, also so, wenn man den letzten Planeten, also Corellia, abgeschlossen hat, definitiv abonnieren, wenn man Gefallen an dem Spiel gefunden hat, um wirklich alle Dinge des Spiels nutzen zu können. Hier haben wir jetzt einen Nahkämpfer, den Attentäter zum Beispiel. Wir sind auf Korriban, den Anfangsplanet der Sith, und haben hier auch Direktschaden DD ausgewählt. Jetzt der Unterschied zum Fernkämpfer, den wir eben gesehen haben, zum Blitzschlaghexer. Der Attentäter ist ein Nahkämpfer, bedeutet, man geht nah an den Feind ran, muss sich bewegen, ist flexibel unterwegs und ist eher weniger statisch. Also eine Klasse, die mehr Bewegung benötigt, also weniger Faulheit. Mag sich zwar jetzt schlimm anhören, aber tatsächlich ist auch nur meine Meinung, tatsächlich empfinde ich es so, dass das Fernkämpfer wie der Blitzschlaghexer eher faule Klassen sind, chillige Klassen, während Nahkämpfer wie der Attentäter mehr in Richtung Aufregung gehen. Diese Einschätzung ist allerdings nicht pauschal anwendbar, also sehr individuell. Andere Spieler empfinden den Attentäter eher chillig und Blitzschlaghexer eher aufregend oder Nahkämpfer generell chillig und Fernkämpfer aufregend. Wie gesagt, es kommt ganz auf dich als Individuum, als Spieler an. Warum habe ich jetzt auch keinen Blaster gezeigt, also keinen zum Beispiel Soldaten? Ganz einfach, ist einfach nicht nötig. Denn auch wenn Machtsensitive wie Sith und Jedi nur mit Schwertern kämpfen können und die anderen mit Blaster und Snipergewehr, sind die Grundvoraussetzungen bei beiden doch gleich. Du hast bei beiden Heiler, Tanks, Direktschaden und Dot, also Schaden über Zeit. Wie gesagt, welche Schadensart du wählst oder ob du Tank oder Heiler wählst, spielt dabei relativ wenig eine Rolle. Das kannst du machen, wie du möchtest, denn es ist dein Spiel immer noch. Du entscheidest, was du tust. Die einzige Entscheidungshilfe ist halt, wie gesagt, spielt den Startplaneten komplett durch mit der Klasse, die ihr wählt, und entscheidet dann am Ende des Startplaneten, ob der Nahkämpfer oder Fernkämpfer, je nachdem was ihr gewählt habt, oder ob Heiler oder Tank oder DD euch liegt oder nicht. Denn dann solltet ihr, wenn ihr wirklich alle Quests, auch die H2, also die Heldenquests gemacht habt, solltet ihr definitiv einen guten ersten Eindruck eurer Wahl bekommen haben. Und zur allergrößten Not könnt ihr dann dementsprechend auch wieder rumswitchen, müsst den Startplaneten dann zwar wieder holen, aber das ist wie gesagt beim ersten Planeten, Teil von Korriban, wie auch immer, relativ easy zu machen. Und vielleicht seid ihr bis dahin ja auch in einer Gilde oder habt Freunde dabei, die euch ebenfalls noch dabei unterstützen können, dann geht das Ganze natürlich noch viel schneller. Ja, und damit sind wir eigentlich auch schon durch mit meiner kleinen
Empfehlung, wie ihr gerade als Neuling, frisch im Spiel, ganz am Anfang euch für einen Kampfstil entscheiden könnt, bei dem ihr halt länger Spaß haben könnt. Wie gesagt, Dreh- und Angelpunkt meiner Empfehlung ist der Startplanet. Und dann hoffe ich, dass ich dem ein oder anderen Neuling dabei ein bisschen weiterhelfen konnte. Wenn ihr noch Fragen habt, wenn ihr noch Feedback geben wollt oder Anregungen habt oder generell noch Videoideen habt, also Guides sehen wollt von mir, schreibt es in die Kommentare. Ich bin für jedes Feedback, für jede Frage und für jeden Guide-Vorschlag dankbar, den ihr dort reinschreibt. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ich bin Super Slate, euer freundlicher Let's Player von nebenan. Tüdelü!